Disneyland. Das ist total. Ich dachte, das ist ein Car-Dealership. Die stehen. Oh mein Gott, das kann ja nicht wahr sein. Was sitzt er denn da mit seinem Hund? Guck mal. Sitzt er da mit? Alle reden immer über Buggies. So, warst du schon bei Buggies? Warst du schon bei Buggies? Siehst du, wie viele Zapfsäulen das sind? Ey, und es ist voll. Schau mal. So viele Zapfsäulen. Das kann ich gar nicht. Es ist voll. Also, ich kann das gerade nicht verstehen, wie voll das hier ist. Begreife ich nicht. Vielleicht ist das Gas hier besser und man fährt dann schneller. Also, das ist doch unglaublich. Und so viele kommen hier mit dem Hund irgendwie. Ich sehe so viele mit dem Hund. Ist es irgendwie so, dass man hier rein darf mit dem Hund und deswegen kommen die alle? Ich bin momentan richtig baff, muss ich sagen. Wo können wir überhaupt jetzt parken? Ich zapfe jetzt Gas, weil wir hier sind. Wenn wir schon mal hier sind. Kann man denn hier anders tanken als in anderen Gasstations? Guck, wie voll das hier ist. Aber hast eine schnell gefunden. Wenn die jetzt ein bisschen noch vorwärts fahren würde, wäre super. Ich weiß nicht, wo ich fährt. Wow. Ey, ist hier die Hölle los. Und tanken wir schön noch die Coco. Wie sind die Preise? Stehen die gar nicht an? Oh doch. Hier, Coco braucht Diesel 3,26. Das ist ganz schön günstig. Bei uns waren es noch 3,50 oder so. Die anderen Preise regulär 2,89 für eine Gallone sind, ich glaube, 3,7 Liter. Da mal rein hier. Hey, da drin ist die Hölle los. Es ist hier, es geht hier ab. Ich rieche Essen. Ich rieche fettiges Essen. Das ist ja wie in diesem Supermarkt. Das ist wie Disneyland hier. Ich rieche irgendwie, ja, Barbecue. So riecht es nach Barbecue, oder? Guck dir das an, was hier los ist. You better believe it. Oh, guck mal hier, Turkey. Turkey Pie. Und ich meine, was ist das denn schon? Like, Souvenirs und so, ne? Verrückt. Hier kannst du einen bescheuerten Schlüsselanhänger kaufen. Guck mal, Georgia. Hey, es ist so viel los, ich fühle mich gerade wie bei Costco. Soll man noch ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen oder? Leute kaufen so. Ha. Hier. Wollen wir uns so ein Buggies Kuscheltier kaufen? Und die Leute, die drehen durch. Ne? Alle reden immer über Buggies, wie toll das wäre hier. Ich habe keine Ahnung. Und hier ist die ganze Buggies Area. Ja, so heute gehen wir zu Buggies und kaufen eine Buggies Tüte. Ich kann es nicht fassen. Und guck mal hier, das ist alles nur Buggies Sachen. Ein Feuertruck. Der sieht aber süß aus. Oder Socken. No Show Socks. Alles Buggies. Muss ja irgendeiner kaufen, sonst hätten sie es ja nicht. Ne? Ein Haargummi. Ein Buggies Haargummi. Oh, Flaschenöffner. Hier, Mütze. Was schreit er da hinten rum? Was gibt's da? Hier, Decken, Fußball, Unterhose. Wobei, hier, Buggies Unterhose. Schau mal hier. Was hier los ist. Das ist ein ganzer Truck. Das sieht aber cool aus. Und was schreit er hier rum? Fotos. Die tun hier so, als wäre das sonst was. Oh ja, wir machen auch ein Foto. Und hier gibt es jetzt Essen. Ja, hier, das rieche ich die ganze Zeit. Und einen Sticker haben wir bekommen, damit wir auch weisen können, wir waren bei Buggies. Guck mal hier, Sujo. Nicht wirklich, ne? Aber man kann das riechen, das Fleisch.
Sieht so aus wie Beef Jerky. Oh, guck mal hier, was gibt's denn hier? Oh nein, Koray, geh mal weg. Guck mal weg, Koray. Das ist ja hier so deine Ecke. Lieber nicht gucken. Sieht aus wie eklig aus. Es steppt hier der Bär, Leute. Es ist mich hier gerade. Was ist von hier? Hier gibt es Mandeln, gebrannte Mandeln. Ich kriege mich nicht ein. Guck dir das mal an. Guck mal, die ganzen Leute hier. Finde ich auch interessant. Ah, guck mal, hier gibt es die. Koray, das magst du bestimmt. Das ist so wie Beef Jerky. Smoked Meat. Sieht aber lecker aus, riecht auch gut, ne? Finde ich gerade sehr gut. Es ist so verrückt, guck mal, wie schön das hier ist. Das ist echt ein Rummel, Leute. Again, also das ist hier eine Gas Station, eine Tankstelle. Das ist eine Tankstelle. Da drüben holen sie sich alle Getränke. Da gibt es Kaffee, hier sind die Restrooms. Das ist auch die Hölle los. Da ist die Spüle nonstop. Ja. Okay. Oh mein Gott, die wollen alle auf Klo hier. Da ist vielleicht nicht so schlau, zu Buggies zu gehen, wenn man mal muss. So, was gibt es hier noch? Hier gibt es Candy, Chips. Hier gibt es auch sogar Medikamente. Brauchst du irgendwelche Medikamente hier? Ja, Autozeug. Okay. Verrückt. Diesen Stress durchmachen. Aber man muss es mal gesehen haben, oder? Ja. Ist alles Brezel. Und dann stehst du ewig an. Schau mal, die stehen alle an, um zu bezahlen. Ich meine, da fahren wir doch einfach ein Exit weiter und da wird nichts los sein an der nächsten Gas-Station. Nee, warte, ich muss hier noch durch. Ich habe die rechte Seite nicht gesehen. Wir gehen wieder so zurück raus und dann sind wir fertig. Absolut. Absolut verrückt. Hier gibt es alle möglichen Sachen für zu Hause. Hier steckt mein Mann ist hier. Unglaublich, oder? Also das eine Sandwich riecht sehr gut. Aber ich würde mich jetzt nicht so lange anfassen. Oh, hier gibt es auch leckere Desserts. Guck mal. Die sehen lecker aus hier. Ja. Berry-Joghurt, Salate oder einfach Eier. Das wäre es. Eier. 1,69. Guck, da standen wir auch eben. Und er ruft die ganze Zeit, er stellt sich bereit, um das Foto zu machen. Pyjamas mit Buggies. Guck mal, für Lilly das Kleid da hinten. Oder hier so ein kleines Elfenkostüm mit Buggies. Alles Buggies. Ich bin immer noch sprachlos. Ey, das ist ja wie im Disneyland. Nicht mal im Disneyland ist so viel los. Guck das mal an. Es ist wirklich unglaublich. Also, man muss es mal gesehen haben. Ist das jetzt wirklich jeden Tag hier so? Ja, glaubst du, sie haben sich jetzt alle für uns extra hier... Nee, oder es ist halt, weil jetzt gerade alle Statisten, die Schauspieler alle nur. Guck die Schlange an. Jede Kasse. Wir haben so viele Kassen und jede Kasse ist voll. Absolut unglaublich. Absolut verrückt. Puh. Ist aber stressig da drin. Super. Und natürlich, also lass uns mal ganz kurz zähl mal, wie viele Gas Stations das sind. Zapfsäulen? Ja. Das sind dann immer noch. Guck mal, da hinten sind ja, da geht's ja schon los.
Ne? Also, was ich, 2, 4, 6, 8, 10. Sag mal. Ja, ich will jetzt echt nicht zählen, da stehe ich hier eine Stunde noch. Das sind so viele, es ist unglaublich. Wir haben hier genau davor parken können, ist das nicht cool? Obwohl es hier so voll ist. Also da stehen Nummern dran, das ist die 29. 32. Also hier wird es wahrscheinlich 60 Zapfsäulen, da sind ja auch noch welche für die Trucks und so, da hinten waren auch noch welche für Trucks. Also 60 Zapfsäulen Minimum wahrscheinlich. Unglaublich. Und was da drin los ist. Absolut. Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist wie so ein Ausflug für manche. Echt? Die gehen dahin einfach nur für die Experience. Das ist um Geld auszugeben. Wahnsinn, ja. Ey, hast du noch, was die an Geld machen müssen da drin? Es ist unglaublich, dass sie... Ja.